NDR 1 Niedersachsen. Adventskalender mit Schüsselschause. Matti Ertl aus Habstedt? Ja, das ist richtig. Matti, ich grüße. Mein Name ist Schüsselschorse. Hallo. Hallo. Können wir du sagen? Ja, klar. Ich rufe an im Auftrag von Ralf Korsen. Ein Kirchenvorsteher bei uns in der Gemeinde. Und der ist von eurer Jugendarbeit in der Habstädter Kirche total begeistert. Was siehst du? Ihr seid ja da total aktiv. Erzähl doch mal, was passiert da bei euch in der Kirche? Also, wir haben viele Aufgabenfelder soweit. Beispielsweise montags haben wir Kindergruppe. Da betreuen wir Kinder zwischen 4 bis hin zum Konfirmandenalter. Dann gibt es halt eben noch ein Team, das Jugendgottesdienste vorbereitet. Also wirklich ohne Pastor. Wow. So einen Gottesdienst auf die Beine stellt mit einer Jugendband, die aus jugendlichen Teamern besteht, die Spaß daran haben, Musik zu machen, die dann halt den Gottesdienst begleiten, selber bei Adventskonzerten zum Beispiel mitmachen. Matti, du bist ja selber 17 Jahre alt. Genau, also ich bin mit 17 einer der Ältesten. Ich denke, das Mittelfeld bilden jetzt so die 15- und 16-Jährigen, die jetzt halt eben vor 2 oder 3 Jahren konfirmiert wurden. Das ist schon cool. Und Ralf Korsen aus dem Kirchenvorstand ist so begeistert. Es ist wundervoll, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja. Ihr in eurem ganzen Teamerkreis seid jetzt im NDR 1 Niedersachsen Adventskalender. Das ist ja cool. Das ist ja spitze. Wir wissen, dass ihr abends, wenn ihr zusammensitzt und Projekte vorbereitet, gerne Pizza bestellt. Das stimmt. Die nächsten 30 Pizzen gehen auf uns. Das ist ja cool. Vielen, vielen Dank. Da freut sich das ganze Team drüber. Das ist ja cool. Euch eine ganz schöne Adventszeit. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also einen gesegneten Advent wünsche ich. Und so engagiert weitermachen. Auf jeden Fall. Der Adventskalender. Bei NDR 1 Niedersachsen.